Hallo zusammen, wir haben den 28. Juni, es ist Montag und es ist 13.38 Uhr, wenn ich diesen Clip mache. Ich befinde mich hier auf dem Tool der Hypo Vereinsbank One Markets. Schönes Tool, ist alles drin, was man braucht. Und wollte mal die Lufthansa durchgehen. Vor euch seht ihr den 5-Jahres-Chart auf Wochensicht. Eine Kerze, eine Woche. Ich habe erst vor ein paar Wochen meinen Film über Lufthansa gemacht. Das war am 28.05. Da habe ich sie eher ein bisschen hochgesprochen. Da sind sie auch etwas gestiegen. Aber heute wird die gesamte Reisebranche wieder abgestraft. Vor dem Hintergrund von Rückkehrern aus Portugal, Schwierigkeiten in England, Südafrika ist im Gespräch. Es ist ganz klar, diese Branche, die hat ihren Schlag weg. Le Fraport verliert heute fast 5%, die TUI 4%, Autovermieter wie Sixt 3%, Hotelkonzern wie Accor 2,5% und die Lufthansa momentan auch 2,77%. Das ist also jetzt der Wochenchart und ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass man sich das ein bisschen genauer anschauen kann. Das hier oben ist die 200-Wochen-Linie, 16,97. Wir sind weiterhin negativ über die Stochastik. Der Oszillator ist bereits oder gilt bereits als tief, da ist noch keine Stabilisierung in Sicht. Das MACD als Trendfolger weiterhin negativ, hat sogar ziemlich zeitnah mit dem Verkaufssignal hier gedreht nach unten. Wir haben enge Bänder, die momentan leicht aufgehen. Wir behalten uns hier am unteren Band, am unteren Wochenband auf. Ist natürlich nicht schön. Wenn man hier den Chart sieht, ist jetzt hier insgesamt eine große Unterstützungs-Area. Die geht runter bis 6,80. Jetzt versuchen wir mal, die Lufthansa ein bisschen aufzudröseln. Gehen wir mal auf den Tageschart. Wir sehen also hier das Zwischenhoch, was wir hatten Anfang März. Und dieser Downtrend, der liegt momentan hier bei 10,81. Insgesamt würde ich sagen, da ist noch gar nicht allzu viel passiert. Ich habe auch die Fibos jetzt hier mal angelegt. Wir sind gerade eben durch das 50er und die 200-Tage-Linie gegangen und wir haben als nächsten rein mathematischen Support den 61,8er Bereich bei 9,18. Nochmal, die Aktie handelt im Moment bei 9,58. Das wäre also die erste Unterstützung. Das trifft sich ja auch hier hinten mit den Chartpunkten. Die nächste, die ich habe, und mir geht es in diesem Film darum, dass man sich einfach überlegt, ab wann kann man die wieder anschauen, ist dieser Bereich, ich mache den mal schwarz, damit man den besser sieht. Und dann sind wir bei 8,5. Von der Technik her ebenfalls negativ der Trendfolger. Ich mache den Chart mal ein bisschen größer, dass man ihn besser sieht. Und natürlich auch weiterhin negativ der Oszillator. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man heute hier und jetzt die Lufthansa kaufen muss. Nicht in dieses fallende Messer hineingreifen, das muss man schon gelernt haben. Aber ich bin der Meinung, man sollte sich durchaus vorbereiten, um dann hier im Bereich von 9,20 durchaus mal zuzugreifen, beziehungsweise, und das möchte ich jetzt nicht hoffen, dass sie sogar auf die 8,50 geht. Ich rechne persönlich damit, dass hier jeden Tag mehr Impfungen gemacht werden, sodass das eine Frage der Zeit ist, wann die Lufthansa hier mal wieder irgendwie ein bisschen Schwung nehmen. Aber heute, hier und jetzt, ist es wahrscheinlich noch zu früh, bei Lufthansa zuzugreifen. Wenngleich es sehr verführerisch ist zu sagen, oh, die waren bei 13 und da habe ich sie nicht gekauft, ich kann sie jetzt kaufen. Ja, das stimmt, das sind 3,50 Euro weniger. Das ist durchaus ein Argument, aber mir fehlen hier einfach zuverlässige Kaufsignale. Das heißt, ich würde die jetzt einfach noch mal ein bisschen austoben lassen und hier in den Bereich bei 9,20 erstmal wieder reinschauen. Um da reinzuschauen, kann ich mir jetzt durchaus schon die Optionen aussuchen. Hol mir hier diese Liste hervor, gehe auf die K.O.-Produkte und wenn ich jetzt sage 8,50, also ich würde auch, selbst wenn die hier ist, hier hingehen sollte bei 9,20, wäre mir ein 8,50er zu nah. Aber ich habe kein Problem damit, mir hier durchaus eine Option zu holen, die eine Basis hat von 7,40. 7,40 ist kein großer Hebel momentan, aber natürlich, wenn die Aktie dementsprechend noch weiter fällt, dann wird der Hebel hochgehen. Wir sind momentan bei 7,61, wäre es ein 4,88er Hebel. Und selbst da gehe ich noch ein bisschen runter und suche mir einen 4er Hebel. Und ich komme hier auf so eine Option. Das ist die Basis 7,18, das ist ein Open-End-Schein von der Hypo Vereinsbank mit der Kennnummer HR27PF.
Im Moment steht der in der Mitte ganz grob bei 2,48. Aber der wird natürlich dementsprechend billiger, wenn der Wert ein bisschen runterkommt. 7,18, da sind wir hier unten. Ja, das klingt momentan weit weg, aber ich muss momentan davon ausgehen, dass die Lufthansa ihre Reise nach unten noch ein bisschen ausdehnt, um vielleicht mal aufzutanken. 7,18 wäre eine Möglichkeit. Wem das zu weit weg ist, und ich habe ja hier von dieser Unterstützung gesprochen bei 8,15, der kann natürlich dementsprechend hochgehen. Das ist momentan ein 6er-Hebel. Da wären wir hier bei 8,02. Das ist die Kennnummer HR3K07. Heinrich Richard 3K07, 8,02. Auch hier, ich würde erstmal warten, bis sich hier auf Tagessicht sich wieder weiße Kerzen versammeln. Das kann also durchaus sowas hier werden. Hier haben wir also auch ordentlich verloren und dann auf einmal kam dieser Hammer rein und hat dem Wert dann doch erheblich geholfen. Ab dann kann man sich das anschauen, aber ich finde, man sollte sich durchaus vorher schon vorbereiten. Von den Shorts her, er sagt, nee, die gehen nochmal weiter runter, glaube ich, dass man hier im Bereich bei 11,27 durchaus eine Basis gefunden hat, wo man die letzten 50, 60 Cent von dem Wert mitnehmen kann. Und da bin ich nämlich auch beim sehr geringen Hebel und habe dann hier einen Fünfer und das ist bei 11,48. Da sind wir also hier ungefähr, wo jetzt die Maus ist. Das ist die HR6U3S. Also ich halte es grundsätzlich für möglich, dass der Wert durchaus seinen 61,8er hier mal anbeißt bei 9,18. Glaube allerdings nicht, dass wir nennenswert weiter runtergehen. Und wenn ich Lügen gestraft würde, ist das hier das nächste interessante Niveau. Durchaus dann auch mal längerfristig 8,52. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.